Audio Post. Geklickt. Gehört. Unfälle vermeiden, effizienter fahren. Die Digitalisierung von Kraftfahrzeugen nimmt Fahrt auf. Moderne Pkw und Lastkraftwagen sind immer mehr mit computergestützten Systemen ausgestattet, die verschiedene Verkehrsdaten erheben und verarbeiten. Vielen ist die Gefahr im Auto aber gar nicht bewusst. Viele wissen gar nicht, wie viele Sensoren und Computersysteme in einem Auto verbaut sind. Beispielsweise in einem neuen Golf sind etwa 1,4 Kilometer Kabel verlegt. Der Schwerpunkt ist natürlich auf mehr Komfort und mehr Sicherheit in einem Auto gedacht. Aber wie jedes Computersystem, das lockt natürlich Hacker und die versuchen da Manipulationen vorzunehmen. Unser IT-Experte Andreas Wiesler ist Inhaber der Firma Go Security und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er beschreibt, wie so ein Angriff auf die Kommunikation eines Fahrzeugs aussehen könnte. Ja, einige Autos können bereits heute mit dem Handy, einer Chipkarte oder einem Funkschlüssel geöffnet werden. Mit einem wenige Euro teuren Gerät können diese Funksignale aufgezeichnet und wiederholt werden. Und schon ist die Türe offen. Aber auch hier war es bereits möglich, von außen die Bremse zu aktivieren. Und das ist natürlich dann nicht lustig, wenn man mit über 120 auf der Autobahn unterwegs ist und das Auto macht eine Vollbremse. Als Nutzer bzw. Autofahrer und Autobesitzer können wir leider nur sehr wenig tun für die Cybersicherheit im Straßenverkehr. Hier sind vor allem die Anbieter in der Pflicht. Nicht umsonst wurde gerade kürzlich die TISAG 6 veröffentlicht, welche die Anbieter verpflichtet, mehr Fokus auch auf die Informationssicherheit und zwar während der ganzen Entwicklung zu legen. LKW, die nach einem Hackerangriff vielleicht plötzlich nicht mehr steuerbar sind, was klingt wie ein Science-Fiction-Horror, ist gar nicht so weit weg von der Realität, warnt IT-Experte Andreas Wiesler. Autonomes Fahren ist ja bereits heute möglich. Und bereits mit einem T-Shirt, wo ein Stoppschild drauf ist, kann ich ein Auto zwingen anzuhalten. Und früher oder später wird es erfolgreiche Angriffe auf LKWs und Autos geben. Audio Post. Geklickt. Gehört.